Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir, ich zeige euch mal die besten Filme auf Amazon Prime, Disney Plus und Paramount Plus. Ich habe euch ja schon meine DVD- bzw. Blu-ray-Sammlung gezeigt. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich mir so für Filme zum Beispiel auf Amazon Prime gekauft habe. Die zählen dann quasi zu meiner Filmsammlung noch dazu. Und welche Filme auch die besten Filme sind auf Amazon Prime, Disney Plus und Paramount Plus und auch welche Serien ich da empfehlen würde. Es geht sicherlich den meisten so, dass sie denken, meine Güte, es gibt tausende von Filmen, 1500 Filme auf Amazon Prime, Disney, Netflix und so weiter. Netflix ist meiner Meinung nach auch einer der besten Streaming-Anbieter, aber ja, Amazon Prime holt auch immer wieder auf, dann wird Netflix wieder besser. Also ich würde sagen, Amazon Prime und Netflix sind hier und da ist der eine besser, hier und da ist der andere besser. Also das tut sich nicht viel. Deswegen, also ich erkläre jetzt erstmal, welche Filme ich so in der Watchlist habe, also die ich auch schon geschaut habe bei Amazon Prime, und dann gehe ich die anderen Sachen durch. Übrigens, hier habe ich noch vergessen, ist noch einmal Mission Impossible, die Collection und die Sopranos schaue ich gerade, da bin ich bei der 5. Staffel und ist ja eine der besten Serien aller Zeiten und komme dann demnächst zur 6. Ich gehe erstmal die Filme durch, die man einfach so schauen kann. Aktuell Stand 2023, klar, man muss da natürlich immer up-to-date bleiben, schauen, welche kommen raus, welche kommen rein. Aber ich schätze mal, diese Filme bleiben jetzt erstmal. Und da sind extrem viele Klassiker dabei. Zum Beispiel Schöne Bescherung, der lustigste Weihnachtsfilm. Der Stadtneurotiker, meiner Meinung nach der beste Liebesfilm. Terminator, einer der besten Actionfilme. 12 Years a Slave, einer der größten Filme zur Rassendiskriminierung. Jurassic Park, dann Shutter Island, bekannter Film mit Leonardo DiCaprio. Scarface, einer der besten Filme von Al Pacino. Reservoir Dogs, einer der besten Filme von Quentin Tarantino, genauso wie Inglourious Basterds. Dann Gladiator, einer der besten Filme mit Russell Crowe. Zurück in die Zukunft, einer der besten Filme der 80er. Dann Das Schweigen der Lämmer mit Anthony Hopkins. Matrix, einer der besten Filme überhaupt. Dann Herr der Ringe, die Trilogie gibt es hier auch. Schindlers Liste, da geht es um die Judenverfolgung. 12 Angry Men, also die 12 Geschworenen. Sehr alter Film, aber meiner Meinung nach, wenn man sich den mal reinzieht, wirklich sehr, sehr interessant. Also der Plot ist so gebaut, dass egal wie alt der Film wird, er wird immer gut bleiben. Dann hier noch so ein paar alte Filme, Das Apartment, manche mögen es heiß, mit Marilyn Monroe. Dann jetzt kommen hier noch ein paar Filme, die ich mir demnächst ausleihen, beziehungsweise vielleicht, wenn sie gut sind, dann auch kaufen möchte, die alle ausgezeichnete Bewertungen auf IMDb haben, wie Hachiko, Blade Runner, Total Recall, Full Metal Jacket, Ist das Leben nicht schön, Uhrwerk Orange, Everything, Everywhere, All at Once, das ist, glaube ich, der hat, glaube ich, den Oscar bekommen 2022. 2001 Odyssee im Weltraum, Aviator wieder mit Leonardo DiCaprio, dann Amadeus, Lawrence von Arabien und King's Speech. So, jetzt komme ich zu den Serien. Die sind meiner Meinung nach die besten Serien, die man so schauen kann auf Amazon Prime. In den letzten Jahren haben die sich auch meistens nicht geändert. Einmal The Mentalist komplett, habe ich auch komplett durchgesehen. Dann SpongeBob, klar, da gibt es gerade nur Staffel 5 und 7. Aber vor allen Dingen Staffel 1 bis 5 sind herausragend, kann man auch als Erwachsener sehen. Mr. Bean sind zwar nur 14 Folgen, aber die sind wirklich extrem lustig, kann ich empfehlen. Sherlock, ja, gerade die ersten zwei Staffeln haben mir extrem gut gefallen. Eine der interessantesten Detektivserien sozusagen, auch spannend gemacht. Avatar kann man auch super als Erwachsener noch sehen, ist eigentlich eine Kinderserie, aber ist einfach sehr gut gemacht. Dann Two and a Half Men, ja, gerade Staffeln 1 bis 8 würde ich empfehlen, extrem guter Humor, Charlie Sheen und Alan Harper sozusagen, wirklich Charlie Harper, Alan Harper, einfach eine geile Kombination, auch mit dem Sohn Jake, extrem lustig gemacht. Dann Band of Brothers möchte ich mir demnächst kaufen. Das ist eine der besten Kriegsserien sozusagen zum Zweiten Weltkrieg. Möchte ich mir demnächst kaufen. Hat ausgezeichnete Bewertungen.
Und natürlich auch Big Bang Theory, klar, wer kennt's nicht, ist auch einfach sehr guter, kurzweiliger Humor. Kann man immer kurz einsteigen, ein, zwei Folgen schauen, wenn man vielleicht was isst oder so. Und jetzt komme ich nochmal zu den gekauften Filmen, die auch alle ausgezeichnete Bewertungen haben und sehr bekannt sind. Einmal Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers. Whiplash, da geht es um so einen verrückten Schlagzeuger. Auch sehr geile schauspielerische Leistung von J.K. Simmons und Miles Teller. Dann Leon der Profi. Dann noch Platoon, auch mit Charlie Sheen. Good Will Hunting mit Matt Damon und, ach, wie heißt denn jetzt, Robin Williams, genau. Wirklich sehr guter Film. Hat, glaube ich, Robin Williams auch einen Oscar für bekommen. Genauso wie hier American Beauty, da hat, glaube ich, wie heißt er jetzt, hat einen Oscar dafür bekommen. Hier, wie heißt er? Ich habe gerade den Namen vergessen. Egal. Dann die Truman Show, auch ein sehr bekannter Film mit Jim Carrey. Your Name, bekannter Anime, Braveheart. Ein super Film, wirklich, geht um die schottische Unabhängigkeit mit Mel Gibson. Ach ja, genau, Kevin Spacey ist mir gerade eingefallen. American Beauty hat dafür einen Oscar bekommen, glaube ich. Also bester Film. Fight Club, ja, mit Brad Pitt und Edward Norton, auch sehr, sehr verstörend, genauso wie der nächste Film, Old Boy. Dann hier wieder ein Film mit Robin Williams, Club der Toten Dichter. Dann hier der erste oder einer der ersten Filme von Jason Statham, Bube, Dame, König, Gras. Ist wirklich sehr lustig, auch ein sehr guter Actionfilm. Ja, Reservoir Dogs habe ich mir auch gekauft. Dann The Sixth Sense, ein sehr, sehr guter Film mit, ach, wie heißt der noch? Wie heißt denn jetzt noch der Glatzkopf? Ich habe jetzt gerade vergessen. Wie heißt er? Wahrscheinlich komme ich jetzt gleich drauf. Dann American Psycho mit Christian Bale, einer der besten Filme von Christian Bale für mich überhaupt. Dann Chinatown mit Jack Nicholson und ja, Venom mit Tom Hardy. Die Filme sind alle sehr gut. Dann, ich komme gerade nicht drauf, wie er heißt. Er hat auch bei Stirb langsam gespielt. Bruce Willis, genau, jetzt habe ich es. Bruce Willis. Auch ein sehr guter Film. Ich werde euch nichts spoilern, aber The Sixth Sense muss man sich auf jeden Fall reinziehen. Einer der Filme mit dem krassesten Plot-Twist überhaupt, gleich nach Shutter Island. Ja, und dann hier noch so ein paar Serien, also Planet Erde und Planet Erde 2. Kann ich euch echt nur empfehlen. Herausragende Bilder. Schaut das mit eurer Freundin, schaut das mit eurer Mutter oder sowas. Und ja, halt für alle Thriller-Fans, Dexter, New Blood, war eine sehr gute Staffel, aber das Ende war leider etwas schlecht. Aber ansonsten, also meiner Meinung nach, Dexter allgemein sehr empfehlenswert. So, jetzt komme ich zu Disney Plus. Da habe ich auch sehr, sehr viele Filme in der Watchlist. Alle Filme, die ich in der Watchlist habe, habe ich geschaut und auch alle Serien habe ich geschaut. Nicht alle komplett durch, aber im Wesentlichen eigentlich schon. Meiner Meinung nach hat Disney Plus auch echt aufgeholt in den letzten Jahren. Ich gehe mal durch: Natural Born Killers, Die fabelhafte Welt der Amelie, hier wieder Fight Club, The Revenant, Die Jury, sehr guter Film mit Matthew McConaughey, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Dann nochmal Braveheart, This Boy's Life, einer der ersten Filme von Leo DiCaprio, The Beach, L.A. Confidential, wieder ein super Film mit Kevin Spacey, The Sixth Sense, nochmal Club der Toten Dichter. Good Morning Vietnam, einer der bekanntesten Filme mit Robin Williams. Maze Runner, Der Marsianer, sehr bekannter Film mit Matt Damon. Sister Act, Bohemian Rhapsody von Queen. Independence Day von, ach, wie heißt denn jetzt nochmal dem Chris Rock in die Fresse gehauen hat? Genau, Will Smith. Dann Aliens, Die Rückkehr, muss man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Avatar. Und Avatar 2 gibt es auch auf, ja, wie sagt man, Disney Plus. Einfach richtig genial. Predator, Speed, einer der spannendsten Filme überhaupt mit Sandra Bullock. Und dann hier noch Heat, einer der spannendsten, ja, Action-Thriller mit Robert De Niro und Al Pacino. Dann Kingsman, Stirb langsam, Bruce Willis, das A-Team, 96 Hours, Mr. und Mrs. Smith, einer der lustigsten Liebesfilme mit Angelina Jolie, Titanic, dann kommen jetzt hier so ein paar Kinderfilme
Und zwar Ein toller Käfer, dann hier ein Liebesfilm, Las Vegas und What a Man, Romeo und Julia, wieder mit Leo, dann Mr. Bean macht Ferien, dann die Indiana Jones-Filme, die Fluch der Karibik-Filme, Nachts im Museum, Avengers-Filme, Deadpool. Ihr seht schon, jetzt kommen hier so ein bisschen die Marvel-DC-Filme, Iron Man, Spider-Man, also gerade die neue Trilogie und auch die Iron Man-Trilogie hat mir sehr gut gefallen. Guardians of the Galaxy, da gibt es natürlich auch die ganze Trilogie, die ist auch sehr gut. Dann Ant-Man, da finde ich vor allen Dingen den ersten Film empfehlenswert. Simpsons, der Film, die ganzen Asterix-Filme finde ich gut. Cars, eine Weihnachtsgeschichte. Alice im Wunderland, Alvin und die Chipmunks, Findet Nemo, Die Unglaublichen, Ratatouille, Ice Age-Filme. Wall-E, oben, alles steht Kopf, alles steht Kopf, echt empfehlenswert. Kann man sich auch als Erwachsener sehr gut geben. Super Erfindung. Kennen wahrscheinlich die meisten in meinem Alter nicht oder noch älter, aber den sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Dann König der Löwen, also das ist ja, glaube ich, der nicht animierte. Ich bin mir nicht sicher. Also es gibt ja einmal den nicht animierten und dann den animierten und beide sehr gut. Robots, Zoomania, Die Kühe sind los, Der Glöckner von Notre Dame, Herkules, Bambi, Lilo und Stitch, Robin Hood, Dschungelbuch, Ariel, Die Schöne und das Biest, Tarzan. Ja, und ich muss wirklich sagen, Leute, wenn ihr diese ganzen Filme alle gesehen habt und alle kennt, also dann habt ihr wirklich ein extrem umfassendes Filmwissen und dann habt ihr auch, könnt ihr auch wirklich sagen, ihr habt, was Filme angeht, extrem viel erlebt. Ja, Scrubs habe ich damals in der Schulzeit immer wenn ich nach Hause komme, mir reingezogen. Also das war extrem geil. Habe ich sogar zweimal gesehen. Einmal mit meinem besten Freund, einmal alleine. Dann American Dad habe ich vollkommen durchgesehen. Futurama habe ich vollkommen durchgesehen. Aladdin. Solar Opposites, das ist von den Machern von Rick and Morty extrem empfehlenswert. Die Simpsons habe ich eigentlich nie durchgesehen, weil das halt 30 Staffeln hat, aber immer 19 Uhr. Ich weiß nicht, ob das vor Galileo war oder nach Galileo. Ich glaube immer nach Galileo. Das habe ich immer durchgesehen. Dann Disneys große Pause, damals als kleiner Junge noch immer geschaut nach der Grundschule oder besser gesagt abends nach dem Fußballspielen oder sowas. Immer cool gewesen. Dann Prison Break habe ich so geschaut, als ich so 15, 16 war. Family Guy als Erwachsener viel geschaut. How I Met Your Mother immer abends auf ProSieben. Dann auch Lost und Phineas und Ferb. Also kann ich euch alles empfehlen. Phineas und Ferb auch eine unheimlich kreative Serie. Lost einfach eine unheimlich gute Dramaserie. Also wenn ihr die euch alle reingezogen habt, dann hattet ihr echt eine geile Kindheit, eine geile Jugend. Und wenn ihr die noch vor euch habt, dann beneide ich euch extrem. Und ja, wobei ich bei Lost sagen muss, schaut einfach die letzte Staffel nicht. Da werdet ihr glücklicher werden. So, und zum Abschluss kommen wir noch zu Paramount Plus. Ich habe gerade kein Netflix, das hatte mir meine beste Freundin geteilt. Da habe ich aber auch gefühlt wirklich alles gesehen, was ich sehen wollte. Und wenn ich euch das jetzt auch noch zeigen würde, dann hätten wir vermutlich auch noch Riesenüberschneidungen drin. Weil ich finde einfach Disney Plus, Paramount Plus und Amazon Prime haben schon die größte Varianz, wenn man alle drei Sachen abonniert hat. Hier draußen rastet gerade der Laubbläser aus. Ich hoffe, das kann ich trotzdem so ein bisschen übertönen. Dann hier Dexter. Wie gesagt, so eine geile Zeit gewesen, als ich Dexter immer nach der Schule gesehen habe. Also ihr seht schon, ich habe sehr viel nach der Schule gesehen. Und ja, teilweise hatte ich da so eine Angst. Ich müsste die Serie eigentlich nochmal sehen. Teilweise hatte ich da so eine Angst, dass ich einfach nicht rausgehen wollte oder nicht in den Keller gehen wollte. Eigentlich ist die Serie echt wirklich sehr brutal und ab 18, aber hat halt einfach ein mega Feeling. Einfach dieses Feeling, was man hat, wenn man Dexter schaut, ist unvergleichlich. Also das hatte ich bei fast keiner anderen Serie, vielleicht nur bei Breaking Bad. Dann gibt es hier SpongeBob, die komplette Serie, South Park, perfekter Humor. Jetzt kommen hier noch so ein paar geile Kinderserien, Jimmy Neutron, Cosmo und Wanda, Big Time Rush, Drake und Josh, Avatar, King of Queens, Pinguine aus Madagaskar, Stromberg, einfach genialer sarkastischer Humor. Jetzt kommen hier so ein paar ja, sehr gute dramatische Filme. Zeiten des Aufruhrs mit Kate Winslet, Leonardo DiCaprio. Dann What's Eating Gilbert Grape mit, wie heißt er nochmal, Johnny Depp. Dann Transformers, Top Gun 1 und 2, Die Unbestechlichen, Spiel mir das Lied von Tod, Scary Movie 1 bis 3, zieht euch Scary Movie 1 bis 3 auf jeden Fall rein, extrem guter Humor. Rocky, Pulp Fiction, der beste Film von Quentin Tarantino. Lucky Number 11, auf jeden Fall empfehlenswert.
hat einen super Plot-Twist drin und ist wirklich einfach nur genial. Mission Impossible, die ganzen Filme, ihr seht es ja, habe ich auch hier liegen. Dann No Country for Old Men, wirklich, ich glaube, der ist als bester Film des Jahres ausgezeichnet worden. Also gerade das Ende ist wirklich mega verstörend. Parasite, auch mega der Plot-Twist. Ja, jetzt fange ich schon an, mich zu wiederholen. Leon der Profi, Halloween, Hachiko, Good Will Hunting, Die nackte Kanone, extrem gute Comedy, extrem gute Filme, wirklich, die müsst ihr euch reinziehen, die Trilogie. Die Truman Show, übrigens, zieht euch auf jeden Fall auch alle Zusammenfassungen, die ich so gemacht habe, die besten Serien, die besten Filme und so, zieht euch das alles rein, kauft euch die Filme, ihr werdet eine richtig gute Zeit haben und werdet es nicht bereuen. Amelie, Forrest Gump, der Soldat James Ryan, SpongeBob der Film, Die Pate-Trilogie, Das Parfum, Beverly Hills Cop, Castaway, Verschollen, mega guter Film mit Tom Hanks, Catch Me If You Can, Chinatown, A Beautiful Mind und Apocalypse Now. Ich hoffe, ihr hattet jetzt mal, also wenn ihr die Filme, die ich jetzt gerade hier alle aufgezählt habe, erstens mal alle gesehen habt oder zweitens mal alle kennt, dann habt ihr ein super Filmwissen. Und falls nicht, dann habt ihr noch einiges vor euch. Und wenn ihr einer der Streaming-Dienste abonniert habt, ja, dann hoffe ich, dass ihr euch diese Filme alle reinzieht und ich euch ja gute Tipps geben konnte. Abonniert den Kanal, liked das Video und checkt die Beschreibung aus. Euer Leo, ich wünsche euch alles, alles Gute.